Das deutsch-türkische Forum bietet ja eigentlich die türkische Kultur, die wirklich in der Türkei auch unter den Jugendlichen auch herrscht. Zum Beispiel die Rockkonzerte Roka Turka oder auch die Konzerte von Mor ve Ötesi, bei denen ich immer sehr gerne dabei bin. Diese wirkliche Jugendkultur, diese Rockkultur, die wird auch durch diese Konzerte kommt sie überhaupt hier an und ist auch für uns zugänglich dann. Man muss sich kennenlernen, man muss miteinander reden, man muss sich treffen, man muss zusammen tanzen und dann klappt es. Deutsch-Türkisches Forum Kerem Arpat. Ja, hallo, schönen guten Tag, schön, dass Sie anrufen. Das Deutsch-Türkische Forum möchte Begegnungen schaffen. Wir möchten erreichen, dass Deutsche und Türken sich besser verstehen, auch mehr miteinander ins Gespräch kommen und so eine gleichberechtigte Teilhabe stattfinden kann in Bildung, in Kultur, im sozialen, im kulturellen Leben. Daher ist es für mich nicht nur durch mein Studium, auch jetzt durch die politische Arbeit und auch durch die berufliche Arbeit, immer ein großes Anliegen gewesen, dass man sich an Politik beteiligt, dass man, auch wenn man nicht in der Partei ist, sich zumindest für Politik interessiert. Wir haben heute das Thema staatsbürgerliches Handeln. Wir wollen nicht einfach nur zusammenkommen und reden, was auch schön ist, sondern wir wollen wirklich was erarbeiten. Und wenn wir sagen wir, meinen wir eigentlich insbesondere ihr. Wir wollen euch nur die Hilfe geben, damit es gelingt, aber es ist ihr seid es, die zu Wort kommen müsst. Dieses Gefühl, dass Politik nur von Herren und Damen in Anzügen gemacht wird, die dann irgendwo in Berlin sitzen, dieses Gefühl, dass von oben herab und was macht die Politik für mich? Aber die Politik ist eigentlich dafür da, die Politik wird von dem Volk gemacht, deswegen heißt sie auch Demokratie und wir sollten das für uns machen, nicht für die Politik oder für die Politiker. Und deshalb wollen wir hin zu einer politischen Aktivität und einer Gesellschaft, die auch kritische Fragen stellen kann, um zu bewirken, dass mit unserer Generation ein anderes Bewusstsein entstehen kann. Also es gibt auch im Türkischen, wenn man irgendein Problem hat, sagt man immer, nerede bu devlet, also man sagt immer, ja wo ist denn das, wo ist denn die Politik, wo ist denn die Regierung, die uns jetzt helfen sollte. Aber man weiß nicht, dass die Regierung eigentlich von uns gemacht wurde, von uns gewählt wird und eigentlich für uns da ist. In der Familie, am Esstisch, wird die Frage gestellt, also heute habe ich in den Nachrichten das und das gelesen. Was meint ihr dazu? Herrscht dort staatsbürgerliche Kultur am Esstisch? Wenn man am Esstisch sitzt, wird zwar über Politik geredet, aber es wird komischerweise über türkische Politik geredet. Und ich glaube, das ist so das Problem, dass jetzt vor allem bei der alten Generation das Problem der Identität ist und bei uns vielleicht nicht mehr so arg. Man fragt auch nicht nach der Herkunft, genau genommen. Es gibt fast ein Tabu in Einwanderungsländern, diese Herkunftsfrage zu stellen. Das ist sehr deutsch, wenn man danach fragt, wo kommst du her? Ich finde, Ziel ist es, Zeichen zu setzen. Und wenn da jetzt eine Person da ist, der diese ethnische Typisierung macht, dann bin ich froh, weil der mir dann die Chance gibt, Zeichen zu setzen.
glaube, das größte Problem ist, dass sehr viele Vorurteile existieren, sowohl von türkischer Seite als auch von deutscher Seite, wo einfach immer wieder deutlich wird, dass sich die Menschen zu wenig kennen, dass man also zu wenig voneinander weiß. Und da sehe ich noch den größten Handlungsbedarf, wenn es so um allgemeine Themen einfach geht. Dafür steht ja das Deutsch-Türkische Forum, dass wir hier in Deutschland mit türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, mit uns Deutschen zusammenleben können, dass wir aneinander Spaß haben, aber dass wir auch vor allem wissen und erleben, wie wichtig Kultur für unser Zusammenleben ist. Jörg Schomler, hoş geldiniz, herzlich willkommen. Durch dieses Programm vom Türkisch-Deutschen Forum hat mich das eigentlich neugierig gemacht, dass 5 türkische Musiker auftreten und ein deutscher Künstler türkische Lieder singen kann. Einleitung und dem ersten Lied. Meine Mutter, ich, wir haben Gänsehaut bekommen. Ich war richtig wieder in der Jugend drin. Auch danken, dass sie sowas überhaupt ins Leben gerufen haben und hoffen, recht lange fortsetzen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem lauen Sommerabend am Bosporus, schauen auf das Wasser, vielleicht auf die andere Seite, und vom Schwarzmeer kommt dieser Lodos, dieser warme Wind, dieser spezielle Wind, den es nur in Istanbul gibt, und weht sanft auf Ihr Gesicht. Das ist ungefähr der Text des nächsten Liedes mit dem Titel Istanbul Olalı, Istanbul soll's ewig sein. Sonra bir taş işe yapıp yer gök körümüzü Severim gelmişsin gelmişsin hayır sayın Düşer üstüne akşamdan karma sabah yıldızı sagen, ich habe das erste Mal nicht hadern müssen, weil das einfach so herzlich war und so warm. Ich überlege seit 45 Jahren, ob ich einen türkischen Pass abgeben soll und einen deutschen Pass beantragen, aber nach diesem Abend bleibe ich sehr gern Türkin. Die Türkei ist meine zweite Heimat, das sind meine Landsleute, wie ich immer wieder von Spaß halber sage, mit denen ich groß geworden bin. Ich glaube, dass die türkische Kultur ein weiterhin, von der Geschichte mal ganz abgesehen, weiterhin auch in Zukunft einen sehr wichtigen Beitrag dazu leisten kann, dass Europa eine gute, zusammengewachsene kulturelle Einheit wird. Und wenn man da ein bisschen mithelfen kann, einen kleinen Tropfen in einem großen Ozean beisteuern kann, dann ist das eine ungeheuer befriedigende Situation. Das ist Erleben. Manchmal dabei sein. Ich kann ja nicht alle Veranstaltungen selber miterleben, die vom Deutsch-Türkischen Forum organisiert werden, aber manchmal dabei sein, ob das Lesungen sind, ob das Kabarettvorstellungen sind, ob das Filmvorstellungen sind, was auch immer. Es ist eine Bereicherung unseres Lebens in dieser Stadt und ich denke weit über Stuttgart hinaus. Meine Eltern und viele von der ersten Generation sind Gastarbeiter. Ich nenne mich die Bosporus-Schwäbin. Ich bin am Bosporus geboren und wahrscheinlich schwäbischer
als ihr alle hier. Und schön, dass Sie heute Abend da sind. Die meisten Probleme resultieren auch daraus, dass tatsächlich, wie eben auch in meinem Buch beschrieben ist, die meisten Eltern immer sagen, wir gehen in 2 Jahren zurück und ihre Koffer nicht ablegen. Meine Lieblingsgeschichte war die vom ersten Einkauf meiner Eltern. Sie zeigten auf alles mit dem Finger und sprachen Türkisch. Meine Mutter zeigte auf Bananen. Muss, sagte sie auf Türkisch. Und die Verkäuferin antwortete, Banane. Banane heißt auf Türkisch mir egal. Und ich wünsche mir eine Selbstverständlichkeit. Also ich kann dieses Wort Integration und Menschen mit Migrationshintergrund nicht mehr hören, sondern dass wir Türken akzeptieren, wie sie sind, Araber akzeptieren, wie sie sind. Und eine Selbstverständlichkeit zwischen den Völkern, alles, was man dazu lernt und dazu bekommt, auch von meinen Landsleuten, also sprich von den Türken, auch endlich als Bereicherung angenommen wird. Und ich habe die Deutschen natürlich auch sonntags immer beobachtet. Und besonders sonntags wollte ich immer so sein wie die Deutschen. Ich wusste, die gehen in die Kirche und die gingen immer wandern. Die verließen immer ihr Haus und die waren immer wunderschön gekleidet. Und mein Vater sagte immer, Türken wandern nicht. Ich selber komme aus einem deutsch-türkischen Elternhaus. Also ich habe die türkische und die deutsche Kultur in mir. Und ich finde es immer wieder interessant zu erleben, wie Deutsche und Türken reagieren, wenn ich auf der einen Seite sehr gut Deutsch rede, auf der anderen Seite aber auch sehr gut Türkisch. Und da fühle ich mich in dieser Position, in der ich jetzt bin als Geschäftsführer, eigentlich sehr wohl, weil ich sagen kann, ich bin gelebte Integration, ich bin gelebtes deutsch-türkisches Beisammensein. Also und von daher bin ich auch so ein bisschen der Brückenbauer, den dieses Forum vielleicht auch braucht. Für mich war Wanderung eine Wunschvorstellung. Das, also für Deutschen ist ja Wanderung gehört zum alltäglichen Leben. Und für Türken wäre es ja auch eine gute Möglichkeit, mit Deutschen sich zu treffen und auszutauschen. Also das Zusammenleben zwischen Türken und Deutschen in Deutschland empfinde ich selber als Bereicherung. Das war für mich schon bereichernd, eben beim Deutsch-Türkischen Forum zu sein. Und bei den Wanderungen insbesondere hat man Begegnungen. Ich wünsche mir, dass viele Vorurteile eigentlich ausgeräumt werden. Ja, ich finde immer, es geht um die Menschen, um die Personen und eigentlich nicht um Nationalität oder Sprache. Ich wünsche mir, dass es so bleibt, wobei ich natürlich bei mir die Grenzen da sind, schon rein biologischer Art, aber dass ich noch möglichst lange mit dem Deutsch-Türkischen Forum unterwegs sein kann, wobei jetzt nicht nur Deutsche und Türken dabei sind, es sind auch Griechen dabei zum Beispiel, was ja auch ganz toll ist, und wir sind also immer recht gut unterwegs, und was auch toll ist, dass es eine, sagen wir, typische Altersstruktur gibt, ne? Von 20-Jährigen bis zu Älteren, wie ich zum Beispiel. Das wünsche ich mir doch, dass es möglichst lange doch so bleibt.